Salam alaikum, Boys and Girls, Daniel Garofoli hier und wir haben uns entschieden, ein kleines Recap 2021 zu machen. Nicht nur ein kleines, sondern wir haben angefangen, das ist auch der dritte Versuch, den wir jetzt hier haben, denn wir wollen es doch ein bisschen ausführlicher machen. Dieses Jahr ist sehr, sehr, sehr viel passiert. Wir haben den 31.12., das ist ein regnerischer Nachmittag, also was besser machen als eine kleine, spontane Recap-Session und ich freue mich, dass du dabei bist, dass du zuschaust, denn ich hoffe natürlich, dass du einer unserer Wegbegleiter bist, die wir 2021 kennenlernen durften und ja, ich glaube, das ist auch alles nur der Grundstein für 2022, um ein bisschen zu verstehen, was wir nächstes Jahr machen. Vielleicht schaust du dir die ganzen vier Teile an, ich möchte jetzt auch vier Teile aufbrechen und dann hast du, damit du ein bisschen mehr Überblick bekommst, was wir dieses Jahr gerockt haben, denn hier natürlich unser erstes Projekt, das wir komplett ausverkauft haben, The Haven Residences. Ja. Wir sind auf dieses Projekt draufgekommen im ca. Oktober 2020, haben im November angefangen zu verkaufen und es war November, Dezember schon ganz gut, aber noch schleppend. Im Januar, however, sagen wir das Januar Teil 1, im Januar, wir sehen auch den Baufortschritt und wir sind jetzt circa 12 Wochen vor Übergabe an unsere Investoren. So sah das vor einem Jahr aus. 161 Wohnungen, komplett im Bau. Ich habe mich da drauf gejumpt und gesagt, das ist das geilste Projekt zum Investieren in Dubai. Und ich wusste nicht, worauf ich mich drauf einlasse. Das heißt, es war auch ein richtig großes Risiko von mir, um ehrlich zu sein, so retrospektiv betrachtet. Also ich bin natürlich auch glücklich und dankbar, dass mich mein Bauchgefühl auch nicht getäuscht hat, mit meinen Partnern, die wir inzwischen eine gemeinsame Firmenstruktur aufgebaut haben, mit Magical Developments, mit denen wir jetzt die Zukunft gemeinsam planen. So hat alles angefangen. Wir sind über diese leere Baustelle gelaufen und haben tatsächlich angefangen zu verkaufen. Im Januar 2020 war tatsächlich der erste große Monat. Ich glaube, im Januar haben wir dann 30 oder 40 Wohnungen innerhalb eines Monats verkauft, nachdem es in den ersten zwei Monaten so circa 30 war. Und wann dann sold out ist, erfährst du dann innerhalb dieses Videos, beziehungsweise des nächsten Videos. Aber so hat es angefangen. Genau so, ne? Heute ist der 31.12.21. So sah das Ding vor 12 Monaten aus. Und das ist echt faszinierend zu sehen, was die Jungs gerissen haben und was wir gerissen haben dieses Jahr. Faszinierend. Aber auch natürlich, ne? Deshalb ganz viele Deals gesigned. Es ist aber auch ein Recap-Video von Highlights. Natürlich, der ganze Januar, das ganze Jahr stand für uns unter dem Thema Arbeiten, 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 Gas geben, für unsere Kunden da sein, 24/7. Wir hatten allerdings auch ein paar persönliche Highlights, auf die komme ich jetzt natürlich zu sprechen. Also ganz, ganz viele Deals gesigned mit unseren Investoren, teilweise vor Ort, zum großen, großen Teil in Deutschland natürlich, also über Sign and Scan, aber das habe ich so ein bisschen metaphorisch hier reingemacht, um eben hier zu sagen, dass wir Leute da hatten vor Ort und in diesem Baustadium schon gekauft haben. Und die, die in diesem Baustadium gekauft haben, haben natürlich den besten Preis bekommen. Deshalb immer ganz, ganz wichtig, du kriegst ein bisschen Vertrauensdiscount, ja, wenn du in so ein Projekt so früh kaufst, vor allem eben bei unserem Projekt. Dann reden wir ein bisschen über persönliche Highlights. Natürlich, Januar war übrigens viel. Januar hat drei Seiten. So, aber Februar, März wird nicht so viel. Januar war ein persönliches Highlight. Ich habe mir endlich meine Kaffeemaschine gekauft. Meine Traumkaffeemaschine, auf die ich auch keine Ahnung, wie lange hingespart habe. Mein Perfect Setup. Ich bin ein Coffee Addict, wie jeder von euch weiß. Und deshalb bin ich extrem stolz, diese Rocket-Maschine zu Hause zu haben, zusammen mit dem Grinder und jeden Morgen erstmal meine 6, 7, 8 doppelten Espressos, nee, 8 Espressos insgesamt, das ist 4 doppelte, bevor ich aus dem Haus gehe. Deshalb auch die Energy. So, Highlight natürlich meines Januars 2021, ich behandle dieses Ding besser wie manche Leute ihre Kinder oder Haustiere. So. Ich pflege die mega, mega und ich liebe sie und ich könnte mir einen Morgen nicht mehr vorstellen ohne dieses Gerät. Kaffeemaschine. Dann ein anderes Highlight war, und ich weiß nicht, ob ihr dafür jetzt, Olga hat eine Folge mit den Geissens bekommen. Also beziehungsweise,
Wir waren eingeladen auf eine Party und ein paar Tage vorher hat ein Carmen uns angerufen. Wie ihr wisst, ich war ja ein paar Mal schon dabei bei den Geissens. Bin natürlich auch sehr, sehr gut befreundet mit denen. Und Olga hat eine kleine Episode bekommen, funny enough. Denn Carmen macht eine Überraschungsparty für Robert. Und natürlich braucht sie jemanden, der sie dabei unterstützt. Und das wird dann Olga sein. Und mehr verrate ich nicht. Das könnt ihr dann auf RTL 2 sehen. Mit meinen Freunden Robert und Carmen. Und da waren noch ein paar Surprise-Gäste abends auf der Party, allerdings off-camera, zum Beispiel der Rapper Inno oder auch Steven Seagal. Also, persönliches, privates Highlight, eine crazy Party. Ich meine, jeder, der mich kennt und mich folgt, der weiß, ich bin nicht so oft auf Partys unterwegs. Deshalb war das wahrscheinlich ein persönliches Highlight auch noch für mich und für Olga. Und vor allem, was natürlich auch immer so eine persönliche Sache ist, meine Frau so zu sehen, ist natürlich auch für mich, da geht mir das Herz auf. Ne? Also ich bin natürlich ein bisschen crazy, ein bisschen forward und immer nur an der Frontline und immer nur Gas geben. Aber meine Frau, dass sie draufgejumpt ist auf die Opportunity, dass sie mitgemacht hat, dass sie Spaß gehabt hat, das war für mich zu sehen so nice. Nice Development. Und das ist natürlich immer das Schönste überhaupt, sowas zu sehen. Ne? Also, lustige Party im Januar, Ende Januar war das zu Roberts Geburtstag. Schau, was im Februar passiert ist. Im Februar gab es ein anderes großes Highlight. Und zwar unsere Franzi ist zu uns gekommen. Ja, Anna Sturm oder Anna Franziska oder liebevoll Franzi mit einem rollenden R von mir. Obwohl sie keine Bayerin ist oder sowas. Aber irgendwie haben wir uns das angewohnt. Franzi ist zu uns ins Team gestoßen, hat sich sofort integriert, hat sich ja eingearbeitet in dieses Team, ist ja ein ganz, ganz wertvoller Teil in diesem Team inzwischen geworden und ja, wir planen eine sehr, sehr geile gemeinsame Zukunft. Also im Februar diesen Jahres habe ich Franzi erst kennengelernt über einen gemeinsamen Freund, über Alex, der uns sie vorgestellt hat. Ich meine, sie sucht einen Job, wohnt hier in Dubai, kennt Immobilienmarkt, hast du mal Bock, sie zu treffen? Sie war dann bei uns zu Hause, wir haben ein Webinar gemacht, sie hat zugeschaut, hat danach einen Deal, ich habe einen Deal geclosed nach dem Webinar in Haven, also das ist alles der Engineering. Und sie meinte, ja, kann ich auch machen, let's go. Und dann wusste ich schon, okay, die Alte ist richtig gut drauf, rock'n'roll. So, Franzi im Februar diesen Jahres erst kennengelernt. Und Februar diesen Jahres war auch Signature Living Delivery. Also, ne, wir sind noch nicht 100% übergeben von dem Projekt. Allerdings war das ja unser Projekt, das uns auf Heben vorbereitet hat. Das heißt, es haben wir was Gutes gehabt. Wir haben allerdings ein bisschen später alles bekommen von denen, wie gehofft oder erwartet. Aber im Februar ging es los mit Signature Living, Final Payments etc. pp. Snagging Inspections, das hat uns busy gehalten. Auf jeden Fall im Februar. Aber natürlich im ganzen ersten Quartal stand alles unter dem Stern Haven verkaufen. Webinare, Seminare, Calls, Closing Calls mit Thorsten, Emre und Anna, Kundenbetreuung, den Leuten das ganze System an die Hand geben, zu erklären, zu verstehen zu geben und natürlich auch mit meinem Partner von Metrical mit denen dran zu arbeiten, dass wir unser Property Management auch in Order reinbekommen. Also das ganze erste Quartal stand wirklich unter dem Stern. Aber natürlich auch noch unter einem anderen Stern, denn im März war auch noch nicht nur die Mastermind-Tour von Dirk Kräuter. Da haben wir, die Mastermind ist so eine kleine Elite-Truppe von Dirk Kräuter, zu der ich inzwischen auch angehört, by the way. Und die haben eine Tour gemacht durch Dubai, beziehungsweise Dirk hat mich gefragt, hey, die ganze Mastermind ist hier, sie beginnt aber erst in 2-3 Tagen, hast du nicht Bock, denen ein paar Immobilien zu zeigen? Also alles klar. Olga und ich, da waren wir gerade Location Check machen, wir haben nämlich im April unsere eigene Tour sowieso auf die Beine gestellt. Und hier machen wir eben Location Check und planen die komplette Tour. Und dann haben wir gesagt, okay, perfekt, dann ist das ja theoretisch unser Probelauf. Busse, Restaurants, Bauträger, Organisation. Und das war im März 2021. Im März 2021 waren wir wirklich komplett am Netzwerken, unser System vorstellen, unsere Projekte vorstellen und eben hier auch auf der Mastermind von Dirk Kräuter. Und dazu haben wir noch ein kleines Video gemacht, das siehst du jetzt hier im Anhang. Und an dieser Stelle gehen wir weiter zum zweiten Quartal 2021, im nächsten Video. Jetzt kommt aber noch das
Mastermind-Video. Enjoy it. Peace out. See you in the next video. Bye-bye.